So, weiter geht's. Heute mit FIFA und dem Duell gegen die Spielvereinigung. Nee, SV Elversberg heißen sie natürlich. So, Scouting. Ich guck mal, was mein Spieler gerade so sagt. Kriege ich nicht weiter mal rein. So, weiter geht's ins Match. Spieltag Nummer 32. Ich gucke gerade aber nur kurz mal auf die Tabelle. Wir haben jetzt einen weiter von 11 Zählern. Genau, die 6 darunter, das stimmt einfach nicht, weil wir haben 106 Tore geschossen. Also momentan läuft unsere Offensive. Das passt, glaube ich, irgendwie noch nicht rein. Also, es bleibt auf jeden Fall bei... Aber wie haben wir denn jetzt Vorsprung? 14 Punkte. Mit einem Sieg. Ja, wie gesagt, wir werden... wenn wir das Ding halten, sind wir in... 3 Partien erstmal aufgestiegen und vielleicht aber schon mal Meister. Aber jetzt müssen wir erstmal gegen Elversberg punkten. So, ich kann ein bisschen durchrotieren, weil die Mannschaft ein bisschen angeschlagen ist. Wie ihr seht. So. Pinto. Da kann er auch ein bisschen offensiver ja denken. Ne? Ja. Ist er. Ich kann ja ein bisschen durch. Ich kann ja mal ein bisschen die Jungs von der Leine lassen. Mal Carvalho von Beginn an spielen lassen. Andresen. Petersen reinhauen. So. Basic mal von Beginn an der Wagen. Einfach mal ein bisschen durchrotieren. Mal zeigen, dass die Jungen auch aus der zweiten Reihe mal ein bisschen was drauf haben. Ne? So, gehen wir auf FIFA ins Match. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Könnte ein Riesenspiel werden, Buschi. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. Ja, schauen wir mal, ne? Es geht, wie gesagt, gegen die SV Elversberg. Oder gegen den. Gegen den. Es geht los. Und heute war was ein bisschen konzentrierter angegangen als gegen Köln, zumindest ab der 20. sowas. Gerade was die Chancenverwertung betrifft oder vor allen Dingen aber auch so ein bisschen das Defensivverhalten. Das hat mir nämlich überhaupt nicht gefallen. Sie haben jetzt Platz Sterner, mal auf der Seite links, weil Carvalho mal auf der Außenseite spielt. Nils Petersen. Petersen. 10 und Nalo. Ja, den kriegt er nicht mehr. Die Gäste auf diesem Tabellenplatz, das ist natürlich schon die ganz große Überraschung dieser Saison. Ja, und vor allem haben sie das durchgehalten. Sie haben Konstanz gezeigt. So ist es. Ah, da wäre jetzt Platz. Petersen. Erzählt! Es war kein Abseits. Nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es. Nils Petersen, der ja nicht mit in die zweite Liga gehen wird, der wird ja wieder zurückgehen nach Frankreich. Aber heute darf er nochmal treffen. Müsste Tor Nummer 3 sein. Nummer 2 ist es.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Wir ziehen ein bisschen unsere Saison durch. Wir können ja, wie gesagt, in einigen Tagen den Aufstieg finalisieren. Das ist, wäre der erste Schritt. Und Daya! Guter Distanzschuss. Ecke kommt in die Mitte. Klasse gerettet. In höchster Not. In allerhöchster Not. Das Ding war fast drin. Ja, das war mal gute. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Also man hat wieder Chancen, aber man nutzt sie halt erstmal nicht. Machen da Druck jetzt. Ball ist im Aus. Fein. Verlor. Kann jetzt über außen kommen. Gut gemacht, Andresen. Sie den Ball, keine Gefahr mehr. Nils Petersen. Lässt den Verteidiger aussteigen. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Jetzt. Klasse, wie er da hingeht. Sterne hat es gut gemacht. Der ist da gut dazwischen gegangen. Das kann vierte Karte geben. Ich vermute, es gibt Gelb. Guter Einsatz. Damit rot gewesen wäre. Hätte er glatt abgepfiffen. Ja. Wagala dazwischen, der erste, der zweite, wieder die zweite, der dritte Ball. Jetzt hat Hemmerich mal den Ball. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht, aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, Schiri, ihre Chancen sind sehr, sehr. Er gibt gar nichts. Ihrer Spielweise und das zählt aber. Glaube ich zumindest, habe ich so. Da pfeift der Freistoß. Ich habe zumindest richtig etwas so verstanden, dass er jetzt gar nichts gegeben hat für uns. Weil ich die Karte erwartet hätte. Zu nah an den Keeper. Jeder Keeper. Danke. Kein allzu gefährlicher Ball. Pinto. Klasse. Pinto. Ecke. Dazwischen. Muss Ecke geben. Ecke Sterner. Ecke kommt rein. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Da ja. Könnte was werden. Na, da ja! Was für ein Weltklasse Ding! Ein überragender Schuss! Da hat alles gestimmt! Der von Nürnberg ausgeliehen hat, da ja mit dem riesen Ding da. Der hat auch schön auf die Latte geknallt. Schön aus der Distanz aus der Latte. Großen Entfernung, alles richtig gemacht. Ein klasse Treffer. Schön weggedreht vom Keeper. Der passte mehr als haargenau. Der war nicht abgefälscht. Der war nicht abgefälscht. Der passte genau da hinten rein. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Boah, Alter, was für ein geiles Ding. Gut, fünftes Saisontor für ihn. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Bin ein bisschen geflasht, weil ich nicht gewartet habe, dass das Ding so probiert. Ich habe einfach gedacht, ich habe halt mal drauf. Naja, gut. 2:0. Und gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Müsste jetzt gleich Halbzeit sein. Ja, solche Dinger muss ein bisschen aufpassen. Nicht, dass da unnötige Handelfmeter die Gegner spielen. Wie gegen Köln. Also man kann Handelfmeter, aber so Gegner zurückbringen, spielen, das kann ich gut. Heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. So, 2:0. Petersen und Latteier mit seinem bitte Toren bisher Tor Nummer 2 und Tor Nummer 5 in dieser Saison. Also, auf geht's. Sterner ein bisschen versucht, was im Konzept zu bringen. Das aber nicht wirklich. Da setzt er sich gut durch. Der Schuss war nicht besonders. Warum nicht? Was sind ja seiner Glück, kommt vielleicht ein zweites Mal.
War einfach mal ein Versuch. Warum nicht? Einfach mal probieren. So, also vielleicht sollte man es nicht so häufig probieren, weil sowas kann auch durchaus mal ein Gegner wieder ein bisschen stark machen, gerade wenn man jetzt mal irgendwie versucht. Schönes Dribbling hier. Aufs dritte Tor zu gehen. Vielleicht immer ja aufs dritte Tor zu gehen. Wenn solche Geschichten probieren, weil du 5, 6, 0, 4 hast, dann kannst du sowas mal probieren. Aber 2-0, wenn du da gegen macht ein Tor, dann ist das. Sieht wieder anders aus. Peri, gut gemacht. Trainer Alu. Pinto. Pinto, der war gerade 17 oder sowas. Sie können es machen. Pinto! Damit sind sie hier mit 3 Toren vorne. Wieder so eine klasse Szene. Ich glaube, da könnte was nachkommen aus der Jugend. Wie gesagt, er ist auch gerade 16, 17 Jahre alt. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Pedro, jedenfalls. Sie können sich hier weiter. Nein, ich bin also, Pinto. Also ich glaube, das müsste Portugiese sein. Ja, gerade Portugal bringt ja auch immer gerne viele Talente raus. Siehe Porto, Benfica, Sporting natürlich auch nicht zu vergessen. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, da mal ein bisschen da aus diesem Land vom Europameister von vielleicht die Konterchance 2016. Die kommenden Nationalspieler zu holen. Und den Brasilianer haben wir ja auch noch. Und da kommt er an den Ball. Pinto. Ja, gut, Pinto. Er bekommt Hilfe. Der lässt einfach mal alles aussteigen. Pinto. Schön gehechtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Ecke kommt. Und da ja. Es gibt Abstoß. Abstoß gibt's, okay. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Ja, die beiden, die werden Step by Step auf jeden Fall mit eingebaut. Und vielleicht, wie gesagt, in der zweiten Liga werden sie vielleicht schon Stammspieler sein. Gerade Sterner, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der noch Vertrag hat. Hartes Einsteigen und da muss schon fast durchgegriffen werden. So, apropos Sterner. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Kriegt jetzt ja, die gelbe. Das geht wohl auch in Ordnung so. Ball kommt rein. Das ist das Tor! Mit dem Kopf hat er es gemacht! Und aus diesem Freistoß fällt das 1-3. Und wir kriegen es wieder nicht hin, zu 0 zu spielen. Wir kriegen wieder ein Gegentor. Da kommt die Flanke und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Ist das, da gibt es gar nichts zu halten. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Carvalho! Das war mal ein Versuch. Das ist natürlich kein großes Problem. Der war abgeblockt, leider. Korea. Ja, kriegen wir ein bisschen unter Druck gesetzt. Die super Jungs. Durchgesetzt. Jetzt ist er durch. Tor ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Und der wird auf jeden Fall zum 1 hochgehen. Ich werde sich die absolut Megastars holen. Jerry, komm. Ich bin jetzt nicht schon wieder so ein Ding wie gegen Köln, wo man 3-0 führt und eigentlich alles im Griff hat. Ecke kommt in den 16er. Ganz starker Kopfball, aber eben plötzlich wieder die Gegner so ein bisschen reinbringen. Nächste große Chance, 81. Nächste Ecke. Schönes Ding. Oh, er kann klären. Ja. Was gibt? So, das könnte gelb geben. Ich hoffe nicht, dass er rot gibt. Ne, gibt er nicht. Deswegen werde ich jetzt wechseln. So. Drei Wechsel ziehen. Ich darf ja nochmal, genau. So, er gibt gar nichts. Nicht viele Schiris, die da keine Karte ziehen. Deswegen geht er jetzt raus. Also nicht deswegen, aber sondern einfach mal einen neuen Stürmer zu bringen. Kubasic, der ja am letzten Spiel, der auch so ein bisschen gemeckert hat, dass er nicht spielt. Jetzt darf er mal ran. Klar, das war eher ein durchschnittlicher Freistoß. Mal gucken, was er jetzt bringt in den letzten. Ja, noch gut.
5 plus 6. Hat jetzt Anspielstation. Ball kommt in die Mitte. Ah! Und jetzt haben sie Platz. Gefährlich. Und der gute Ball, das war Neuenberger. Der war mit einer guten Chance da. Ja, den muss er besser erklären. Petto. Gute Möglichkeit. Ballverlust. Sie versuchen jetzt hier ein Stück weit die Zeit runterzuspielen. Was meinst du, Buschi? Naja, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Sie haben das Spiel im Griff und müssen einfach nicht mehr machen. Also kann man es ihnen nicht verübeln. So, Carvalho. Den Ball hat er. Why not? Probieren wir es einfach mal. Der Freistoß wäre sonst reingegangen. Den hat er schön genommen. Per Flatterball versucht. Ecke kommt in die Mitte. Da passt der Torhüter. Zinanski ins Tor. Und dann ist es durch. 3-1, der Auswärtssieg. Die Gäste sind also der Sieger dieser Begegnung in der Liga. Klarer Sieg, schöner Sieg. Diesen Ligasieg wollten sie und sie haben es geschafft. Und ich muss schon sagen, das war eine wirklich überzeugende Leistung heute. Das war gut, was er heute angeboten hat. So, also auf jeden Fall, die Jungs haben die nächsten Punkte geholt. Diesmal brauche ich kein Interview, da gehen wir sofort in die nächste Runde. Dresden unterliegt im Derby gegen Aue 0-1. Gut, in der nächsten Partie heißt der Gegner Freiburg 2.